3, 2, 1. Ein weiterer Produktionsstart am Mittwoch im Industriepark Göhren-Ettan. United Caps stellt hier ab sofort tausende Kunststoffverschlüsse täglich her, vor allem für Getränkeverpackungen. 26 Millionen Euro wurden in das Werk investiert. Vor 2 Jahren befand sich hier noch eine grüne Wiese. Hier werden über 60 neue Arbeitsplätze entstehen. Und von daher ist die Produktion eben auf modernstem Stand und ist für die nächsten Jahre konkurrenzfähig. Das ist ganz wichtig. Und das Industriegebiet Göhren-Ettan wird weiterbelebt. Die Landeshauptstadt hat es nach einigen Fehlschlägen geschafft. Immer mehr Unternehmen siedeln sich im Industriepark an. Immer weiter wird die riesige Fläche erschlossen. Und für die inzwischen 800 Beschäftigten des Gewerbegebiets ist jetzt eine wichtige Verbindung in Aussicht. Wir haben erfolgreich verhandelt mit den Unternehmen vor Ort, mit unserem Nahverkehr und starten ab 1. Januar 2016 eine Buslinie in den Industriepark. Die Fahrzeiten haben wir an die Schichtzeiten angepasst. Wir machen das ein Jahr zur Probe, hoffen, dass das so in Anspruch genommen wird, dass wir es dann auf Dauer weiterführen können. Gleichzeitig sind wir ja bestrebt, weitere Firmen anzusiedeln, um noch mehr Fahrgästepotenzial dann für den Standort zu schaffen. Bei United Caps sind es 58 Mitarbeiter, die mit den Spritzgussmaschinen in 2 Hallen auf insgesamt 10.000 Quadratmetern bis zu 5 Milliarden Verschlüsse jährlich fertigen. Nicht genug, United Caps denkt bereits über eine Erweiterung nach. Wir haben hier insgesamt 40.000 Quadratmeter gekauft. Wir haben davon zurzeit 28.000 Quadratmeter in Beschlag. Das heißt, hinter uns oder hinter Ihnen sind noch Flächen für 2 weitere Produktionshallen, für 2 weitere Lagerhallen und für die Technikräume an der Stirnseite. Das heißt, mit der Erweiterung des nächsten Bauabschnittes werden wir sicher 2017, 2018 beginnen. Und der letzte Bauabschnitt, also die 4. Halle, wird sicher ein Zeitraum sein um 2021. In 7 Ländern ist United Caps bereits vertreten. Von Schwerin aus sollen Kunden in Deutschland, Skandinavien und Osteuropa noch effizienter versorgt werden.